Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und willkommen zu Der Nebel von John Carpenter. Genau, es war sehr neblig an dem heutigen Samstag, denn ich war auf dem Flohmarkt im Olympiapark in München mal wieder und wollte nach Blu-rays Ausschau halten. Ich muss gleich vorneweg sagen, ich habe nicht so viel gefilmt, da ich gemerkt habe, dass ich so ein bisschen aus dem Modus raus war und sehr zurückhaltend war und mich nicht so getraut habe, immer die Kamera rauszuholen bei jedem Stand. Aber ich verspreche euch, ich habe ein paar Sachen gefunden und die werde ich euch auch gleich zeigen. Hier noch ein schöner X-Wing an einem ganz besonderen Stand, denn meine Freunde Chris und Michi vom Kanal Chris Plays for You, hallo, waren nämlich auch vor Ort und haben einige Sachen verkauft. Die zocken nämlich leidenschaftlich und haben auch einen eigenen Kanal, werde ich auch unten verlinken, schaut gerne mal vorbei. Und die haben früher auch sehr viele Flohmarkt-Videos gemacht, genau, haben immer quasi nach Spielen Ausschau gehalten. So, und das waren schon meine Impressionen hier. Und jetzt viel Spaß mit der Ausbeute. Und das war meine Ausbeute, beziehungsweise die erste Ausbeute, also der erste Teil. Und zwar der Film Lockout auf Blu-ray vom Produzent Luc Besson. Und ich glaube auch, ich glaube, der hat das Drehbuch auch geschrieben. Und das ist ein Film, den ich schon länger einfach mal gucken wollte. Also war jetzt nicht so auf meiner Liste ganz, ganz weit oben, sondern so, ja, wenn er mal günstig zu haben ist. Und er wird sicherlich auch irgendwo im Stream sein. Bloß wie immer, man sieht dann den Film und denkt sich, ach komm, jetzt kannst du ihn günstig mitnehmen. Und hab ich den für 2 € mitgenommen. Und das war diesmal, der Stand war diesmal von einer, ja, sagen wir mal, quasi alten Bekannten. Denn das war die YouTuberin, deren Namen ich leider jetzt gerade vergessen habe, die früher auch ein paar Videos gemacht hat. Und hier auch aus der Nähe von München kommt, glaube ich. Und die kannte ich halt von, haben uns kurz unterhalten. Und habe ich auch wiedererkannt, also ich habe sie wiedererkannt. Und da wollte ich jetzt auch nicht groß handeln und dachte mir, komm, 2 € ist okay. Und war super freundlich und ja, war echt schön, dich mal kennengelernt zu haben. Ich habe nur leider wirklich den Namen gerade nicht drauf. Ich werde es aber hier einblenden, wenn ich es im Laufe der Erstellung des Videos herausfinde. Tut mir echt leid, etwas peinlich. Auf jeden Fall dieser schöne Film hier mit Wendecover, super. Und genau, 2 €. Und dann habe ich noch einen Film gefunden. Vielleicht nicht der beste, aber The Happening von M. Night Shyamalan. Genau, einige kennen den Regisseur sicherlich. Also gerade lese ich ja ein Buch über ihn und bin generell auch Fan von ihm, auch wenn er natürlich viele oder einige schlechtere Filme gedreht hat, aber dafür auch wieder sehr viele gute Filme gedreht hat. Und The Happening ist ein Film aus dem Jahre 2008, glaube ich. Genau, 2008. Und habe ich damals auch im Kino gesehen und hatte mir den auf DVD damals auch geholt. Aber ich würde mir gerne die Blu-ray noch holen. Auch wenn ich weiß, dass es, ich sag mal, so mit einer der schwächsten Filme von Shyamalan ist. Also es ist vielleicht sogar mit der schlechteste. Aber weil ich den gerne einfach nochmal sehen wollte. Genau. Und hier ist das Lustige, dass es diese Blu-ray eigentlich so ziemlich nicht mehr zu kaufen gibt. Also neu, soweit ich weiß. Und also es so gehört anscheinend zu diesen Out-of-Print-Blu-rays, nach meinen Informationen. Also nagelt mich nicht fest. Vielleicht stimmt es auch nicht, aber ich. Kann man so jetzt normal nicht mehr finden. Bei eBay gibt es, das habe ich mal geschaut, so gebraucht für einen Zehner ungefähr. Und die gute Dame hier, die wollte 3 € ursprünglich haben. Das war ein anderer Stand. Und konnte so gerade, würde gerne 2 zahlen, aber haben wir uns auf 2,50 geeinigt. Das finde ich jetzt für eine gebrauchte Blu-ray ist gerade noch so im Rahmen, finde ich. Aber jetzt auch unter der Tatsache, dass der Film ja vielleicht out of print ist und generell eigentlich ein sehr cooler Fund deshalb ist, finde ich das wieder völlig in Ordnung. Und wie gesagt, gebraucht hätte ich locker dafür einen Zehner hingeben müssen. Und da finde ich 2,50 € schon wieder vollkommen okay. So, das war's quasi mit meiner Ausbeute. Ist nicht extrem viel geworden, aber auf jeden Fall viele, also auf jeden Fall interessante Filme, auf die ich mich freue, die mal anzugucken oder mal wieder hier anzuschauen, ne? Ja, dann bedanke ich mich mal wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.